Ja, hallihallo Leute, willkommen bei Tag 2 für euch. Wir sind wieder unterwegs mit einem kleinen Ortswechsel und außerdem mussten wir von der Ausrüstung leider was ändern. Ein Teil der Ausrüstung hatte seinen Geist aufgegeben, deswegen sind wir vom Berg runter, schnell nach Hause gefahren, vorbeigefahren, was abgeholt und gleich wieder ins nächste Gebiet rein. Und deswegen geht es jetzt hier weiter. Wir sind jetzt in der Nähe vom Drammen. Und ja, schaut einfach weiter, bleibt dran, wird bestimmt spannend hier. Die Sonne ist wieder mit uns dabei. Ciao. Also du glaubst es nicht, wie das hier wieder aussieht, du. Das ist ja wieder vom Regulator gemacht. Sieht echt super aus. Wenn du überlegst, dass wir gar nicht weit weg von zu Hause sind. Sieht echt super aus. Guck mal, wie viele Stellen du da hast. Rund um den ganzen See. Da kannst du alles anlanden. Echt super. Oh.
Bloß die kleinen Fische, reinigt mir die Füße. Ja, abgesehen von den kleinen Fliegen geht es uns hier ganz gut. Wir haben das Setup noch mal ein bisschen erweitert, schon mal das Tarp aufgebaut. Und zwar das Expat Solo Tarp. Ist eigentlich für zwei Personen, aber da wir nebeneinander schlafen, reicht es auch für zwei Personen. Nur für den Fall, dass es regnet. Aber es ist echt genial, so nebeneinander zu schlafen. Gerade so als Pärchen, das passt dann schon. Und man ist weg halt von dem Boden. Aber ja. So, wir laufen hier abends noch mal ein bisschen vom Camp. So ein bisschen den See entlang. 10 Uhr ist schon längst durch. Und überall hier noch Leute abends unterwegs. Wahnsinn. Und die Knirpsen. Was, sie sehen die zwei? Was, sie sehen da die zwei? Ja. Und die Knirpsen. Ja, und die Knirpsen. Also diese kleinen Mini-Fliegen hier über unterwegs. Aber trotzdem sieht schön hier aus. Schön, schön, schön. Schön hier durch die norwegischen Wälder. Upsala. Jupp, da ist nochmal der Hinweis. Waldbrandgefahr. Boah. Sieht echt hammer aus hier. Aber schön, kannst du hier so ein bisschen rumplätschern, rumbaden. Einmal einen falschen Schritt gemacht, plups, bist du weg. Schöner See, wa? Kannst du echt überall hängen. So, wir haben hier die drei Tippis gefunden. Zwei hellgrüne, ein dunkelgrünes da hinten. Und ich dachte eigentlich, die sind von Hellsport, die sind aber von einer anderen Firma. Vielleicht kann mir das einer mal sagen. Sagt mir jetzt nichts. Aber so ein Tippi ist echt schon cool. Da habt ihr extrem viel Platz drin in so ein Ding.
glaube zwar jetzt nicht, dass da welche drin sind, weil schon den ganzen Tag war hier nichts. Aber reinschauen würde ich da gerne auch mal. Da oben ist der Abzug. Ja, also das mit den Tippis, das wäre ja so im Winter noch so ein Traum. Tippi und diesen Ofen rein, und wenn man alles auf den Pulk hat, auf den Schlitten, ist das Ziehgewicht auch gar nicht so groß. Ich glaube, das muss ich mal machen mit meiner Frau. Kostenlos ein bisschen was. Und man, ich wirke ja so rot, das ist wegen der schönen Abendröte. Schön schaut sie ja aus heute. Da steht auch meine Frau. Hier sind Kajaks. Sind auch gar nicht angebunden. Das heißt, rein theoretisch könnte ich jetzt hier mit dem Kajak, Quatsch, mit dem Kanu rauffahren. Hier Paddelze sind drauf. Tahe Marine, kenne ich die Firma. Davon ist das Kajak meiner Frau. Ja, hast gesehen, Schatz, die Kanus sind gar nicht angebunden, ne? Nee, denn im einen oder in zwei davon sind sogar Paddel drin. Könnt ihr jetzt hier losfahren? Nee, lieber nicht. Ist ja nicht unsers. Ich habe schon ein Bild hinbekommen. Sag mal. Na, schaut euch das mal an hier, Leute. Das ist doch ein schönes Foto. Na, das werden wir doch mal gleich als Thumbnail benutzen für dieses Video. Das ist super, das ist gut gemacht. Du riechst nach Autan. Ist ja auch kein Wunder bei den Nitzen. Ja. Die kriechen ja schon wieder um dich rum. Ja, hier die ganzen fliegen die ganze Zeit. Aber schön sieht es da aus. Himmel. Ja, das hat sich schon wieder alles aufgelockert, war?